Dann kann man sich doch nicht Zähne putzen. Da denkt man danach, man hat irgendwas gegessen. Hallo und herzlich willkommen hier bei TipTapTube. Und heute ist was richtig cooles hier als Video. Was machst du denn eigentlich hier? Auf jeden Fall gibt's hier heute. Was gab's denn heute? Heute, ich habe irgendwas mit Zahnpasta gehört. Hallo? Ist jemand? Hallo? Aber ich würde sagen, heute gibt's hier Zahnpasta versus Real Food. Heute wird so ablaufen. Mama wird uns gleich Sachen bringen. Nee, warte gar nicht. Chrissy wird uns Sachen bringen. Ihr seht das jetzt gleich. Also ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ihr seht gleich, wie es hier abläuft. Und ich würde sagen, jetzt geht es mal los. Nein, das wird super gut. Wir erklären es einfach. Also, so, dann macht Chrissy, stellt uns jetzt hier hin. Genau. Und dann machen wir es so weiter. So, hier ist es. Guck mal, danke sehr. Alles klar, wir haben es absolut nicht verstanden, aber let's go. Also, Chrissy kommt jetzt rein. So. Okay, Chrissy kommt jetzt rein. Und jetzt? Stellt ab. Ja. Jetzt müsst ihr aufstellen. Genau, jetzt macht ihr wieder eine Kuppel auf. Welche und zwar denn? Nur eine. Nur die. Nur die. Okay. Genau, und dann müsst ihr reingucken und... Eine Banane. So, eine Banane. Und jetzt müssen wir sagen, ob es Bananenzahnpasta gibt oder nicht. Genau. Und der richtig liegt, bekommt einen Punkt. Genau. Und danach wird probiert, wenn es es gibt. Oder wenn es halt nicht gibt, dann wird halt nicht probiert. Ich würde sagen, es gibt eine Banane. Mhm. Als ob es eine Bananenzahnpasta geben würde. Schreibt mal jetzt bitte in die Kommentare rein. Denkt ihr, es gibt Bananen? Obwohl... Alles, es kommt alles aus China, und aus China muss alles hergestellt. Ich würde es auch sagen, ja. Weil Bananen sind, glaube ich, noch so normal. Okay, Chrissy, dann auf die Plätze, fertig. Los! Ich will mich weiter. Als ob es keine Bananenzahnpasta gibt, hä? Leider kein Punkt. Ich hätte wetten können, es gibt Bananenzahnpasta. Okay, ich würde sagen, nächste Runde. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Welche ist es, die, ne? Ja, die hier. Was ist das denn? Nein, gibt's nicht. Wir gucken mal. Wir müssen erst mal gucken, was das ist. Das riecht mir nach Orange, Zitrone. Nee, riecht gut. Ja, einfach gesagt. Also, du sagst, es gibt nicht. Was sagst du? Gibt's eine Zahnpasta, riecht gut? Also, wenn die auch sauer ist, dann... Ja, also? Ich sag einfach mal, es gibt das. Ich sag einfach, okay. Es gibt die. Also, jetzt gucken wir mal unter die Kuppel. Und... Tada! Es gibt was? Also ein Punkt für Max. Es gibt keine Kuppel. Ich hab einen Punkt. Ey, wir müssen jetzt probieren, Ash. Gib mir her. Probiert mal. Nur nicht allzu tun. Warte, warte. Einmal zeigen, ey. Grapefruit-Minz-Geschmack. Es ist nicht nur Grapefruit. Ja. Sieht schon mal gewöhnlich aus. Richtig wieder nichts, aber ich würde sagen, wie probieren wir das denn nicht jetzt? So viel, einfach mit dem Finger. Nicht darum, man soll ja nicht so viel Zahnpasta essen, das ist zu viel. Oh, die riecht richtig, das riecht richtig, richtig unangenehm. Oh. Ey, probiert doch mal. Das ist so sauer minzig. Ja. Oh, nicht so. Hör auf! Das schmeckt halt echt nach Grapefruit. Echt? Ist scharf. Was schmeckt und denn ist scharf. Oh. Was schmeckt denn besser? Echt oder ihr Zahnpasta? Dann kann man sich doch nicht Zähne putzen. Da denkt man danach, man hat irgendwas gegessen. Also, nächste Runde bereit? Das ist absolut. Nee, Mann. Damit kann man keinen Mund auslassen. Nee. So, setz dich jetzt hin. Los. Nee, die haben uns Zahnbürsten geholt. Damit wir auch richtig Zähne putzen können. Okay. So. Next round. Next round. Ich hole natürlich den zweiten Punkt, so gut wie ich da drin bin. Mehr oder weniger. Okay. So, jetzt mach ja mal. Nein, da gibt's keinen Zahnpasta zu. Nee. Ash, sagst du? Ja, ich sag nein, gibt's nicht. Okay. Ash, was sagst du? Ja. Gibt's. Okay. Und. Tada, gibt's nicht. Der nächste Punkt geht an Max. Ey, da haben wir auch schon einen Punkt, wenn wir anfangen, ne? Weiß nein, du hast zwei Punkte. Am Anfang. Ganz am Anfang, stimmt, aber jeweils einen Punkt. Ja, genau. Beide kein Punkt. Ein Punkt, ja. Drei Punkte. Ich führe mit zwei Punkten, Ash. Na, also drei das Punkte. Das muss man erstmal aufholen. Okay. Aber ich hätte auch gerne noch eine hier. Na gut. Ah, nächste Runde. Bereit, nächste Runde. Ash. Lakritz. Lakritz. Du magst keinen Lakritz. Also, denkst, was sagt ihr? Lakritz-Zahnpasta. Ich sag einfach ja. Du sagst einfach ja. Ja. Und du? Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas gibt. Ich sag nein, gibt's nicht. Okay. 3, 2, 1 und go! Es gibt eine Lakritz-Zahnpasta. In schwarz vielleicht. Gucken. Das wäre mal keine Ahnung. So eine schwarze Zahnpasta. Die nicht stinkt nicht schwarz? Die stinkt abartig. Oh, echt? Stinkt richtig abartig. Oh, auf die Zahnpasta. Auf die Zahnbürste. Zahnbürste. Das ist bestimmt eklig, oder? Boah, das riecht ja mal nicht. Das riecht halt wirklich nach Lakritz und irgendwie ein bisschen Zimt. Dann guten Appetit. Macht gleich jemand hier einen Deckel drauf? Mhm. Nee, Mann, das geht nicht. Das ist ja echt nicht, also nee. Eklig? Damit kann man nicht, also nee. Vielleicht für diejenigen, die Lakritz lieben. Die würden auch die Zähne damit putzen, ne? Lakritz, aber was ist denn
das. Okay, Mann, also. Es sind 13:2. Weiter geht's. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal gleich rein. Lecker! Ich sag es nicht. Wahrscheinlich gibt es Leberwurst-Zahnpasta. Leute, bitte schreibt jetzt die Kommentare rein. Denkt ihr auch, wie Ash, dass es Leberwurst-Zahnpasta gibt? Ich sag's nein. Ich sag einfach ja. Ich sag einfach ja. Nein. Du willst ja nie mit Leber, also mit einem Leberwurstgeschmack. Unerwartetes Ende. Wow. Ich sag ja, du sagst nein. Und? Ja, cool. Ja. Okay, das ist Zahnpasta. Nee. Sie lächelt schon so viel. Ich schon die ganze Zeit. 3, 2, gib es schnell. Es gib, ja, selbst. Ich sag ja, du sagst nein, mach auf. Ich sag nein. Es warten, bis er gesagt hat. Das gibt's doch gar nicht. Ich sag nein. Und tada. Bubblegum. Kennst du nicht diese Kinderzahnpaste, die immer danach schmeckt? Hat er noch nie gehabt, er mochte sie nie. Nee. Als Kind. Mm-mm. Kids Bubblegum. Oh, es riecht richtig hart nach Kaugummi. Also ich finde, wenn man sich so Zähne putzt, wenn man so seine Zähne putzt, dann sollte es auch danach irgendwie so frisch sein, irgendwie nicht so. Geht. Danach nimmt man die richtige Zahnpasta. Also wenn man keine andere hat, nehme ich auch die, aber. Ja, okay. Geht, aber. Also Punktestand 4-3, stimmt's? Ja. Tada, du holst auf, Ash. Nein! Nächste Runde! Okay, oh! Ananas-Kokos? Ananas-Kokos, was denkt ihr? Ich nehme mal erstmal Ananas. Ich sage, es gibt sowas. Also, sagt ihr ja? Wollen wir gucken? Ja. Ash, ja? Ash, ja, beide ja. Oh! Ihr dürft einmal. Das ist eine super Kombo. Kombi. Schützt und schmeckt. Ah ja. Boah, das riecht richtig nach Kokos. Also, so richtig nach Kokosgeruch. Ja, Kokos mit ein bisschen Gelb drin. Und Ananas. Den Ananas riecht man gar nicht so raus. Da schmeckt man das gleich. Ja, schmeckt man schmeckt das auf jeden Fall. Echt? Ja. Und was schmeckt denn besser? Die Sachen in echt oder eher Zahn? In echt. In echt, okay. Also nächste Runde, seid ihr bereit? Ja. Juhu. Juhu. So, die nächste Runde. Was jetzt schon? Ja. Okay. Was haben wir jetzt hier? Ja. Oh. Kokos. Oh, was ist das hier? Kokoslimette. Wir bräuchten ein Messer. Ich sag nein, es gibt's nicht. Oh, es könnte sein, dass er mich aufholt, aber ich sag, es gibt's nicht. Nee. Ash? Nee, ich sag nein. Ja, okay. 3, 2, 1. Kokoslimette. Ich hätte wette können, das ist so eine Fangfrage mäßig. Haben wir jetzt 5? Ja, 5. Und? Ist ja auch sauer, so wie die Limette. Ja, ein bisschen. Echt? Ja. Das ist schon wieder nicht angeschmackt. Echt? Das ist lecker. Das kann man nicht. Nein! Es ist so sauer. Limette halt. Ja. Und dann kommt Kokosnuss. Kokosnuss, ne? Okay, also ich würde sagen, wir machen jetzt mal die nächste Runde, oder? Ja, los. Wir haben die nächste Runde. Die nächste Runde. Ash, wir haben uns noch nicht gegrüßt. Bläh. Nein, es gibt doch keine. Nein. Guck mal, Ash, wollen wir erstmal. Ich möchte erst nicht wahrhaben, dass ich das probiere. Nein, ich. Komm. Nein. Erstmal ein Real Life hier probieren, natürlich. Ich hab keinen Hunger. Komm, einfach so eine ich hab gerade keinen Hunger, Max. Und? Lecker? Also, ich mag die. Also gar nicht so schlimm. Habt ihr beide gesagt, es gibt keine Zahnpasta in Olive? Ich hab nur gar nichts gesagt. Ich sag es. Ach so, wir haben nur. Wir haben nur gar nicht abgemacht, ich bin nicht so weit. Also, was sagt ihr jetzt? Gibst du oder gibst du nicht? Nein. Nein, Max? Ja, ich sag, es gibt's das. 3, 2, 1 und dann. Überholt! 6-5 ist der Punktestand. Ja, nächste Runde! Oh mein Gott, das war sehr, sehr knapp. Ja, also. Oh, nicht Ingwer. Das wieder, Mann! Was denkt ihr? Gibt es das? Ist das diese Schaffe? Ja. Ich sag, es gibt's. Ja, ich, nein, obwohl, ich möchte es aber nicht. Nein. Ich sag, aber sagst du, es gibt's oder gibt's nicht? Nein. Gibt's nicht? Ich sag, es gibt's. Okay. Ich war safe. Auf die Plätze. Ingwer, oder? Ich dachte, es gibt es. Nein, was denn jetzt? Ja oder nein? Ja. Du? Dann sag ich nein. Boah. Okay. 3, 2, 1. Nochmal umentscheiden? Nein, mach jetzt auf. Ah! Oh Mann, ich hätte den Punkt bekommen. Aha. Ist aber auch diese Schafe. Jetzt hat Ash wieder einen Punkt, noch einen Punkt mehr als ich. Also hat Ash jetzt 6 zu 5. Weiß nicht, wie es so lecker riecht, aber eklig ist. 7 zu 5. Jetzt weiß ich, was so lecker riecht, aber so eklig ist. Also probier's mal. Wisst ihr, wie das riecht? Das riecht so nach. Was so verschwindet ihr? So eine Creme, mit der man sich, wenn man Schmerz hat oder so, und sich damit eincremt oder so. Das ist ekelhaft. Das riecht wirklich. Ah! Das, nein! Nein! Ja!
Lass es. Max, hau jetzt. So, lecker? Also, Schokolade. Toblerone Zahnpasta. Gibt's die? Also, was sagst du, gibst? Du? Okay. Doch, Chrissy? Drei, zwei. Tada! Hey, das gibt's hier auch nicht. Schokoladenzahnpasta. Wer möchte die denn essen? Ich auch. Der Punktestand heißt 8 zu 5. Ist jetzt auch braun. So. Oh, das ist. Oh, das wär's halt, wenn die braun wäre. Bestimmt nicht. Ha, die ist braun! Echt? Leute, guckt euch das mal an, warte. Sag mal. Guckt euch das an. Oh nein! Ihhh! Hier sind die Zähne gleich. Kannst du mal bitte das darauf machen? Oh nein! Aber schmeckt das denn, die Schokolade? Nein. Nein? Hast du probiert? Die Schokolade mit so ist das. Die nächste Runde. Ja, ey. Ah, pass auf, bitte nicht. Bitte kein Schweinkram. Da Cola klebt wirklich. Das ist kein Schweinkram. Ah, nee, warte mal. Sag mal bitte jetzt. Gibst du Cola Zahnpasta? Ja, nein, nein, nein. Ich sag ja. Okay. Ich hab ihn verloren, glaube ich. Drei, ich sag, es gibt zwei, eins und da. Ah, geil, lol. Als ob. Es gibt eine Cola Zahnpasta. Als ob es Cola Zahnpasta gibt. Braun. Als ob. Echt? Nein, ist falsch. Das riecht sogar wie ganz, eigentlich ganz. Eigentlich ganz cool, ne? Doch nicht so! Oh, Max, jetzt darfst du. Und? Aufspielen. Das riecht irgendwie sehr komisch. Probier mal. Sehr eigenartig. Es riecht zwar noch so nach Cola, aber. Und Max? Das schmeckt nach Cola. Echt? Das schmeckt nach diesen Weingummis von Haribo zum Beispiel, diese kleinen Cola-Flaschen. Ja, kennen wir. Obwohl ich eigentlich eher so für frische Mund bin, ich glaube, die nehmen mir auch, ne? Also, ich würde sagen, der Punkt geht einfach so richtig an mich. So, gibt's noch eine Runde? Ja. Oh, ich kann auch. Wie viele Runden gibt's noch? Ich kann auch aufholen. Was? Drei noch. Ich hol dich auf. So, Chrissy braucht jetzt beide Hände für ihre Sache. Oh, oh. Und ich habe ich einen anderen. Und jetzt müsst ihr einmal bitte gleich aufmachen und war so vorsichtig. Okay, das ist gut. Einmal ein grüner Tee. Was denkt ihr? Gibt es dazu eine Zahnpasta? Prost. Ja, gibt es, ja. Gibt es? Ich denke, da so gesund ist. Das ist grüner Tee. Schmeckt, ich sag, es gibt's auch, ja. Okay, nein, nur einer kann einfach. Kommen. Mir ist egal, also ihr könnt beide ja. Nein, nein, du musst deinen sagen, ich sag ja. Aber was, wenn ich auch ja sagen möchte? Dann kannst du es nicht. Doch! Nein! Ich sag ja, gibt's. Ich kann ja. Sagst du ja oder nein? Ja, aber gut, er muss okay. Nein sagen. Nein, 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 wir haben das schon mal gehabt. So, 3, 2, 1, BAM! Wir geben einen Punkt. So macht man die Punkte. 7, 9. Du hast gerade nur nachgelabert. Die Zahn passt das grün. Guck mal, was da raus. Das sieht echt aus. Das ist ja widerlich, Mann. Und wie sieht's aus? Das schmeckt nicht. Und Max, wie sieht's aus? Bäh. Nicht so lecker. Ist das irgendwie wie normale Zahnpasta? Nee, das ist das. Es schmeckt auf jeden Fall nicht nach, grüner Tee. Ah, riech mal dran, riech mal dran. Nein! Schluss jetzt. Ja, guck, so läuft das hier jetzt hier. Oh, wie cool. Also, packt aus. 3, 2, 1. 3, 2, 1 ist egal. Ja. Nutella? Nutella, was denkt ihr? Gibt's eine Zahnpasta? Also, das ist doch gar nicht mehr so viel. Ja. Ja, Nutella-Zahnpasta? Ich sag nein. Okay. Nein. Also. Das ist 3, 2, 1. Tada! Sie kommt immer näher, Mann! Ach. Aber man kann auch einfach die Zahnpasta reinstecken. Und damit. 8, 9 haben wir, oder? 8, 9. 8, 9. 8, 9, genau. Nein! Bist du wach? Nein! Oh, jetzt tut sie mir eine Krise. Du brauchst eine neue Zahnpasta. Zahnbürste jetzt. Ich sage mir, das ist Zahnpasta. Lecker. Du kriegst schon die Krise. Lecker. Nächster Gang, ich kann direkt weitergehen. Das ist auch der letzte Gang, Leute. 3, 2, 1. Und BAM! Ich hab nicht gesehen, was es gibt. Max hat keine gute Erfahrung gemacht, ne? Wenn du dir mit Chili die Zähne putzen willst, willst du auch keine also Schaf im Mund haben. Wer sagt ja? Ich sag nein. BAM! Es gibt die. Als ob. Die Chili-Zahnpasta. Ist die scharf? Tja, ich sehe aus. Wie ist der Punktestand? 10. Ich hab verloren. Oder 8. 10, 8. Glaube ich, wenn wir gut gespielt haben. Du hast gewonnen. Da kommt was raus. Sieht auch so eine eklige Flüssigkeit raus. Wie riecht denn das? Sieht aus wie Seifenwagen.
Das riecht wie normale Zahnpasta, aber es wirkt scharf. Also es wirkt, also es riecht scharf, aber es riecht scharf. Ich hab Angst davor. Das schmeckt im ersten Moment richtig hart wie so eine Minz, also so richtig so normalen Zahnpasta. Und jetzt kommt bestimmt die Schärfe gleich. Überleg mal, du musst dich den ganzen Zähne quasi damit putzen, ne? Aber es ist jetzt nicht so eine eklige Schärfe wie bei der Chili tatsächlich. Es geht, es hält sich echt in Grenzen. Ja, putz mal. Hilfe? Und kommt die Schärfe jetzt? Das ist eine komische Schärfe, es ist so mintscharf. Ach so, okay, dann kann man es dann noch tragen. Na gut, also. Boah. Alter, okay. An der Stelle will ich eigentlich sagen, was jetzt hier von uns in diesem Video. Schreibt mir in die Kommentare rein, was wäre eure Lieblingszahnpasta? Okay, vielleicht die mit Schokolade? Nutella-Zahnbürsten-Zahnpasta. Aber ich würde sagen, lasst einfach mal einen Daumen nach oben, falls ihr noch nicht getan habt. Vergesst nicht, unten kostenlos zu abonnieren. Die Glocke ist eigentlich, wenn ihr bis euch beim nächsten Mal. Wir haben heute, glaube ich, genug Zähne geputzt. Genau. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.